Hari. Day. Schöner Pass nach hinten, Lindgren. Gut gesehen, gut gespielt. Hut ab. Viktor Lindgren. Herrlicher Pass. Und Healy natürlich der Vollstrecker. Genauso wie vor zwei Tagen, als man gegen Laibach gewann. Da war auch Lindgren, der einen tollen Pass auspackte auf Healy. Und damit Healy den Hattrick ermöglichte beim Heimsieg gegen Laibach. Ja, die zwei verstehen sich und Healy ist und bleibt die gefährliche Cobra in der gefährlichen Top-Reihe bei den Grazern. Sein 24. Tor. Konterchance jetzt für Duncan. Duncan, Duncan, Duncan. Und dann ist der Pfiff zu hören vom Schiedsrichter, weil da an der Nebenfront ein Grazer am Boden liegt. Woger müsste es sein. Habe aber nicht mitbekommen, was da passierte. Aber irgendwie scheint da die andere Nummer 51 daran beteiligt gewesen zu sein. Hier. Der Check von Tratnik gegen Woger. Hätte da eigentlich nichts gesehen, dass jetzt diese Strafe dabei rauskommen sollte. 5 plus Spieldauer. Also das wird auf Check gegen die Bande entschieden, aber ich meine, er hätte, schauen wir mal hin, Schulter Lester. So. Ja, aber okay, aber Woger steht auch seitlich zu Tratnik, also das verstehe ich nicht. Bin gespannt, was da unser Experte Martin Ulrich zu sagen hat in der Pause. Also für mich ist das eine zu harte Entscheidung. Eins steht in jedem Fall fest, mit dieser Spieldauer ist Tratnik auch im nächsten Spiel dann gesperrt. Also da bin ich sehr gespannt. Sehr gespannt, also für mich war es eine zu harte Entscheidung. Und das wird sich jetzt auswirken, Siglenka wird zum Recher. So, jetzt wird es lustig. Paré schnappt sich Siglenka. Ob er sich da selbst einen Gefallen tut, weiß ich nicht. Sehr mutig jedenfalls von Paré, was er da versucht. Spricht für ihn, dass er sich für seine Mannschaftskameraden einsetzt. Siglenka in diesem Jahr lamm from, muss man sagen. Aber da ging jetzt mit ihm der Dampf durch. So, jetzt gegen Healy. Oh, brutal. Das ist brutal. Also das, wenn man hier 5 plus Spieldauer gibt, okay, aber das, was vorher passierte mit Tratnik, meine ich, das war eine falsche Entscheidung. Bin gespannt, welche Strafe es dann jetzt gegen Siglenka geben soll. Das war voll. Mit der Absicht, auch Healy noch mit dem Kopf Richtung Bande stehend. Tja, wenn Tratnik mit diesem Check gehen muss, dann muss Siglenka nach Hause fliegen wahrscheinlich. Und er bekommt 2 plus 10. Und Nummer 32 von Graz, 2 Minuten übertriebene Härte. Und dann also bekommt wir spielen 3 gegen 5 weiter. Paré natürlich die Strafe, weil er sich für Healy rächen wollte. Gutes Spiel von ihm, fehlerlos bisher.
schon gut, wenn man zwei klasse Torhüter hat. Vor allem im Hinblick auf die Playoffs. Gerade bei Teams, die so abhängig sind von einem einzigen guten Torhüter. Oh, jetzt hat es eingeschlagen. Tommy Koch, sein 7. Saisontreffer. Der Ausgleich ist da. Wurde noch geschont. Zuletzt in der Meisterschaft vor dem Kontinentalcup, weil Pasché ihn unbedingt braucht. Da hat er einige eine Pause gegönnt. Tommy Koch war einer davon. Und diese Kraft, die er sich da geholt hat, die hat er jetzt in diesen Schuss gelegt. Nur mit Abwehrarbeiten beschäftigt. Weber, schön gemacht von Wilson, der machte den Weg frei für Marco Peball. Nochmals Peball, schön nach hinten. Und das war, wie ich schon vorher sagte, nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Salzburger den Treffer erzielen. Zu stark der Druck der Salzburger zur Freude ihrer Fans. Mehr als verdient. Mike Siglenga sich Kraft geholt in der Kühlbox. Die 10-Minuten-Pause haben ihm gut getan. Gab's nichts zu halten für Weinhandel, weil auch der eigene Mann, ich glaube Lindgren war es, ihm die Sicht nimmt. Der schaute auf die Scheibe, sah nicht Siglenka und der hatte viel Platz im Slot. Verdient, muss man sagen, dieses 2:1, denn in diesem Drittel spielte nur Salzburg. Peewall. Healy. Der bringt die Scheibe nicht raus. Siglenka stößt vor. Siglenka. 22 Treffer hat er schon erzielt. Der kriegt nicht genug. Lacos. Und damit ist der Sieg in trockenen Tüchern. Genau in dem Zeitpunkt, als Herzog rauskam aus der Box. War schon auf dem Eis. Schuss von der Blauen von André Lacos, aber die Scheibe noch abgefälscht, wahrscheinlich von Schiegel. Schiegel und Wilson waren dort. Mal schauen, wer es war, ob es wieder mal Schiegel war, der seinen Ex-Verein, ja, Schiegel war es, wollte eher wegspringen, aber kam nicht mehr schnell genug weg. Sein 3. Treffer gegen seinen Ex-Verein. Letzte Spielminute und jetzt ist er drinnen. Endinet durchdanken. Das 2. Endinet-Goal, das die Grazer hinnehmen müssen gegen Zagreb war es einmal. Heute gegen Salzburg. Duncan holt die Scheibe aus der Luft runter, macht das sehr geschickt mit dem Lupfer über die Schläger hinweg und damit ist alles klar. Salzburg setzt die Serie fort.